Willkommen zurück. In diesem Video werden wir ein Beispiel zum Zerfallsgesetz berechnen und wir werden die Halbwertszeit einer Exponentialfunktion näherungsweise bestimmen. Des Weiteren wirst du lernen, dass die Darstellungsform a hoch x im Vergleich zur Darstellungsform e hoch lambda mal x auch einen bestimmten Vorteil mit sich bringt. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes findest du folgendes Beispiel. Hier steht, dass im Jahre 1986 in Tschernobyl Cäsium-137 freigesetzt wurde und dieses radioaktive Material zerfällt annähernd nach dem folgenden Gesetz. Dieses Gesetz ist hier durch eine Exponentialfunktion, also durch einen exponentiellen Zerfall beschrieben. Im ersten Punkt des Beispiels sollen wir nun berechnen, wie viel Prozent der freigesetzten Menge vom Cäsium-137 sind im Jahr 2020 noch vorhanden. Versuch zunächst bitte selbstständig den ersten Punkt des Beispiels zu lösen und pausiere dazu das Video. Wenn du dann bereit bist, werden wir gemeinsam mit der Lösung des Beispiels beginnen. Gut, also im ersten Punkt sollen wir berechnen, wie viel Prozent vom Cäsium-137 sind im Jahr 2020 noch vorhanden. Dazu müssen wir zunächst mal berechnen, wie viele Jahre sind zwischen 2020 und 1986 überhaupt vergangen. Das heißt, wir rechnen 2020 minus 1986 und erhalten als Ergebnis 34 Jahre. Das heißt, damit wir bestimmen können, wie viel Prozent im Jahr 2020 noch vorhanden sind, müssen wir in unsere Exponentialfunktion 34 einsetzen. Also wir berechnen, dass die vorhandene Menge vom Cäsium-137 nach 34 Jahren. Das heißt, wir berechnen N34 ist gleich N0, also die Menge vom Cäsium-137 zu Beginn, also im Jahr 1986, mal E hoch minus 0,023043 mal 34. Gut. Diese Rechnung werden wir nun in GeoGebra lösen. Ich habe dazu die Computer-Algebra-System-Ansicht von GeoGebra geöffnet. Dazu geht der einfach auf Ansicht und dann CS. Gut, zunächst mal definieren wir unsere Exponentialfunktion in GeoGebra. Dazu schreiben wir n von t und dann Doppelpunkt ist gleich. Wir machen hier einen Doppelpunkt ist gleich, damit GeoGebra weiß, dass es sich um eine Funktionsdefinition handelt. Wenn wir nur eines gleich schreiben, dann interpretiert GeoGebra die Eingabe als Gleichung. N0 mal die Eulersche Zahl kann man hier rechts im Alpha auswählen. E hoch in Klammer minus 0,0 und in GeoGebra muss man das Komma als Punkt schreiben. 2, 3, 0, 4, 3 mal t. Gut. Nun habe ich die Exponentialfunktion eingegeben und nun können wir die vorhandene Menge nach 34 Jahren berechnen. Ups, jetzt muss ich hier auf numerisch berechnen klicken. Und dann bekommen wir als Ergebnis 0,456 und so weiter. Das heißt, wir können das Ergebnis nun hier hinschreiben. Das ist ungefähr 0,4568 mal N0. Das heißt, wir können als Antwort schreiben, im Jahr 2020 sind also noch ca. 45,68% der freigesetzten Menge vom Cäsium-137 vorhanden. Im zweiten Punkt des Beispiels sollen wir die Gleichung, also die wir in der Form N0 mal E hoch Lambda gegeben haben, in die Form N0 mal A hoch T umwandeln und anschließend noch den Wert von 1 minus a interpretieren. Versuch das zunächst wieder selbstständig, also den zweiten Punkt des Beispiels zu lösen und pausiere dazu erneut das Video. Gut, also im zweiten Punkt des Beispiels sollen wir unsere Exponentialgleichung in die Form n0 mal a hoch t bringen und dann den Wert von 1 minus a interpretieren. Wie wir bereits gelernt haben, und das sehen wir auch sofort, wenn wir die Exponentialfunktionen vergleichen, ist a genau gleich e
hoch lambda. Das heißt, um das a zu berechnen, müssen wir einfach e hoch minus 0,023043 berechnen. Diese Berechnung machen wir nun wieder hier in GeoGebra. Dazu können wir ganz einfach die Zeile hier kopieren und das berechnen. Dann erhalten wir für unser a ca. 0,9772. Wir hätten das Ganze nun auch ein bisschen schneller machen können und dazu einfach die vorhandene Menge vom Cäsium-137 nach dem ersten Jahr zu berechnen. Wenn wir das berechnen, dann sehen wir, naja, n von 1 beschreibt ja genau, wie viel von unserem radioaktiven Stoff noch nach einem Jahr vorhanden ist. Also in dem Fall 97,7%. Und genau auch das beschreibt die Basis A, also der Parameter A. Der beschreibt uns auch, wie viel vom radioaktiven Stoff noch nach einem Jahr vorhanden ist. Das heißt, wir sehen schon, dass hier die Schreibweise mit A hoch T einen bestimmten Vorteil mit sich bringt. Wir können nämlich direkt die prozentuelle Veränderung ablesen. Gut, das heißt, wir können hier als Ergebnis schreiben 0,9772, also circa. Und damit ist unsere Exponentialfunktion n von t ist gleich 0 mal 0,9772 hoch t. Nun sollen wir den Wert von 1 minus a interpretieren. 1 minus 0,9772. Und hierfür nochmal zur Erinnerung, das 1 steht für 100%, also das 1 ist dasselbe wie 100%. Und hier haben wir die circa 97%, die noch nach einem Jahr vorhanden sind. Das heißt, wenn wir hier die Differenz berechnen, dann berechnen wir, wie viel Prozent uns in dem Jahr, also wie viel Prozent in dem Jahr zerfallen sind. Hier kommt als Ergebnis raus 0,00227 und das sind, ich habe hier einen Nuller zu viel geschrieben, so, und das sind 2,27%. Das heißt, wir können als Antwort schreiben, pro Jahr wird die vorhandene Menge also um ca. 2,28% kleiner. Man sieht, ich habe hier gerundet in der Antwort. Gut, dann gehen wir zum nächsten Punkt über. Und hier ist die Frage, wie viele Jahre dauert es, bis sich die vorhandene Menge vom radioaktiven Stoff halbiert? Und wir sollen uns dazu mit dem Taschenrechner herantasten. Versuch zunächst die Aufgabenstellung, also den Arbeitsauftrag, wieder alleine zu lösen und pausiere dazu das Video. Gut, also wir sollen nun berechnen, wie lange es circa dauert, bis nur mehr die Hälfte von unserem radioaktiven Stoff vorhanden ist. Und dazu können wir wieder GeoGebra oder auch den Taschenrechner verwenden und uns an die Lösung herantasten. Wir sehen schon, dass nach 34 Jahren sind bereits nur mehr 45%, also ca. 45% vorhanden, also weniger wie die Hälfte. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall mal mit den Jahren heruntergehen und uns das zum Beispiel für 20 Jahre anschauen. Sehen wir, nach 20 Jahren sind noch ca. 63% von unserem radioaktiven Stoff vorhanden. Dann gehen wir nochmal rauf auf ca. 30 Jahre und sehen, okay, scheinbar sind wir hier schon recht nah an der Lösung dran. Nach 30 Jahren sind noch ein bisschen über 50% vom radioaktiven Stoff vorhanden. Dann schauen wir uns das Ganze für 31 Jahre an. Also berechnen die Menge vom radioaktiven Stoff nach 31 Jahren und sehen, okay, nach 31 Jahren ist nur mehr weniger wie die Hälfte, nämlich nur mehr 48% vom radioaktiven Stoff vorhanden. Das heißt, wir können hier schreiben, dass also nach 30 Jahren sind noch über 50% vorhanden und nach 31 Jahren sind nur mehr weniger wie 50% von unserem radioaktiven Stoff vorhanden. Das heißt, wir wissen, die Halbwertszeit also muss irgendwo zwischen 30 und 31 Jahren liegen. Genau. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es dann weiter und wir werden uns einige maturrelevante Beispiele zu den Exponentialfunktionen anschauen.